Hallo und herzlich willkommen bei der Lagerbaustelle von Stoneware. Ja, ihr seht, ich bastel hier gerade. Und was möchte ich euch gerade zeigen? Also diese Kiste hier, das kennt ihr ja, die ohne Farbkodierung, das ist die Lagerkiste, ne, wo immer die ganzen Sachen reinkommen. So, ich habe die jetzt vor den Zugang zum Lager gelegt. Hier ist nochmal so eine Zwischenkiste. Und hier werden jeweils immer die Schrottsachen eingesammelt, die ich nicht haben will. Ja, so dass dann hoffentlich in unserem Lager hier möglichst wenig von diesem Müll übrig bleibt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Warum machen wir das Ganze? Das Ganze machen wir, weil wir hier diese Falle ja verändern wollen. Und damit fangen wir heute auch an. So, hier oben im Spawnraum, im Spawnbereich, habe ich erstmal ein paar Fackeln hingestellt, dass hier nichts mehr spawnt. Und jetzt können wir hier unten, nachdem ich diese Spikes da weggemacht habe, auch mal durchgraben. Und diese Sachen hier, die brauchen wir jetzt im Moment alle nicht mehr. Und der da, ich glaube, der ist weg, wenn ich den jetzt abhacke. Scheiß drauf, weg damit. So, das kommt alles weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Sudele. Ach, jetzt habe ich den Eimer vergessen. So, jetzt haben wir es aber. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt können wir hier noch schnell zumachen. So. Das sieht doch jetzt aus, als wäre ich fertig. Welchen Fehler habe ich gemacht? Na? Genau. Ich habe keinen Eingang gelassen. So, raus hier. Nicht in Hallo. Ja. Na wunderbar. Und jetzt stellen wir uns mal da unten hin und gucken, was passiert. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht so ist, dass da zu viel Licht reinkommt. Ah ja. Cool. Sehr schön. Kommt noch mehr. Hallo. Aber es sieht so aus, als käme schon was runter, ne? So, schaut mal, wir haben unsere erste Feuerwerksrakete. Die gehen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Nighttime ist super. Dann gehen wir mal da hoch, wo viel Platz ist. Na, da will ich hin. Und mal gucken, geht das? Ne, wie muss man das machen? Das war aber unspektakulär. Da habe ich gedacht, da passiert ein bisschen mehr. Jo. Funktioniert auf jeden Fall. Also, dann machen wir uns jetzt mal weiter an unser Draconic-Kram. Wir wollten uns ja diese Rüstung bauen. Und dazu bauen wir uns jetzt erstmal folgende Rüstung. So, da war sie. Dieses Wyvern-Gedöns. Genau, weil das, ihr seht, wenn wir jetzt hier was bauen wollen, dazu brauchen wir immer hier sowieso diese. Das heißt, wir können uns die jetzt eh schon bauen. Dann fangen wir mal an. Aha. Oh, seht ihr was? Also das mit meinen Filtern funktioniert noch nicht wirklich. Da muss ich noch mal ran. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal hier. Den brauchen wir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Viermal. Dann brauchen wir Wyvern Core. Ah, dazu brauchen wir Nether Stars.
So, und jetzt wollen wir mal hoffen, diesmal sind wir aber vorbereitet, wollen wir mal hoffen, dass da der nicht wieder da rausfällt. Hat funktioniert. Junge, ist hier was los, oder? So, jetzt holen wir uns mal das da. Ist schön laut hier. So, jetzt haben wir schon mal die. Dann müssen wir die jetzt aufladen. Jawohl. Na prima, wollen wir mal anprobieren. Ja. Cool. Aber damit laufen wir jetzt wahrscheinlich wieder. Boah. Und fliegen ist auch nicht. Na gut. Da, Energy Storage, das wollten wir uns bauen. Ja. Ja, ich würde doch sagen, Tier 8, oder? Was meint ihr? 786 Draconium-Blöcke. Oh, 378 Awakened Draconium. Ja, ich würde sagen, wir geben uns dann erstmal mit Tier 7 zufrieden. Yeah! 210 Draconium-Blöcke und 328 Redstone-Blöcke. Ah, Energy-Pylonen braucht man noch. Energy-Pylonen. Wo ist denn der Kollege? Energy-Pylonen. Energy-Pylonen. Ah, da braucht man davon. Einmal, zweimal. Dann. Oh, okay, hätte ich gar nicht gebraucht. Dann Glas. Zweimal. Das kommt so da drauf. So, und das da. Dann. Das wird so gebaut. Auf den vier Seiten. Dann kann man ein Stück hier rüber. Das muss man so aufbauen. So, und jetzt brauchen wir noch irgendetwas, um die Energie da reinzukriegen. Ne? Holen wir uns mal ein paar Hilfssteine und legen los. Weil wenn wir es nicht richtig aufbauen, müssen wir es halt nochmal machen. So, also ich möchte den gerne, hier irgendwo hinten, das ist doch schon ein guter Platz. Hier möchte ich den hinbauen. So, der ist dann leicht versetzt, weil wir das ja leider nicht in die Mitte gebaut haben. 2, 3, 6, 7. Dann kommt hier der Core hin. 1, 2, 3. Das Ding. 1, 2, 3, 4. Also, jetzt kommt der erste. Fangen wir hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Haha! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der hat doch da irgendwas von Building Guide erzählt. Kann man das hier? Building Guide Active. Oh. Tier ab.
6, 7, 8. 7. Das ist das, was wir gerade bauen wollen. Und womit geht's los? Mit Redstone, würde ich sagen, oder? Ja. Na gut, dann bauen wir mal. Ja, geil. Ja, mega krass. Der ist ja riesig. Genau, Energy rein. Ja. Du sollst raus. Aber du guckst, du bist falsch rum. Sorry, also bei aller Liebe. Nicht mehr drauf, ist doch gut. Du musst hier hin. Genau. Ja, und man kann auch durchspringen. Super. Ja, geil. Wir haben einen Energiespeicher. So, und bevor wir das vergessen. Tada! Was macht denn der da eigentlich? Hier ist der Baum gewachsen. So. Ja, heute ist nämlich der dritte Advent. Ich hoffe, ihr habt schon fleißig Wunschzettel geschrieben. Ja, weil hier Black Friday und Cyber Monday und tralala ist alles schon vorbei, ne? Und ich hatte mir ja hier für Black Friday einen Energiespeicher gewünscht. Aber jetzt habe ich ihn eben erst heute bekommen. Also wenn der hier mit 5000 RF pro Tick transferiert, dann braucht er eine ganze Weile, bis der 2,4 Milliarden zusammen hat, würde ich sagen. Seht ihr, wie das da unten hochschimmert? Ja, das ist doch echt einfach richtig cool. Also hier würde sich jetzt echt ein Shader mal lohnen. Cool. Wirklich cool. Was macht denn eigentlich unsere Konstruktion? Die haben wir schon so lange nicht mehr angeguckt. Wow. Sauberle. So, wisst ihr, was wir jetzt noch schnell machen? Wir machen uns... Oh, wir brauchen Papier. Das brauchen wir. Dann brauchen wir... Crane of Infinity. Und dann gehen wir hier hin. Knallen das hier rein. Oh, 17. So, dann nehmen wir uns mal unseren Bogen und jetzt gucken wir mal, ob das geht. Ja, das geht. Wunderbar. Ja, mit neuer Rüstung, neuem Bogen und mit Energiespeicher. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann schauen wir jetzt mal, was der kann. Ich habe noch hier Power 5 drauf gemacht und Infinity. Dann wollen wir mal gucken, ob das auch funktioniert. Boah, das geht. Dann sind wir fürs nächste Mal vorbereitet. Dann danke ich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.